Lalalala. Also das Fragezeichen schnappen wir uns noch, bevor wir uns aufmachen, um unsere Evolution anzutreiben. Jeder, der einmal in die Mageninhalte eines Hais eingetaucht ist, weiß, dass sie so gut wie alles fressen. Das weiß ich doch. Mach ich auch in Real Life, also. Da ist nichts Neues. So. Ah, wobei, wir können Schnellreise machen, aber ist egal, wir sind ja eh gleich da. Port Clovis ist der Jagd überdrüssig. Und der Kampf mit dem Haiweibchen wird fürs Erste vertagt. Na gut, das ist okay für mich. So, okay, wir sind ein bisschen lediert. Ich schnapp mir mal die Robbe hier. Wir geben gut Fleisch. Hör mal. Marlin. Ich glaub's aber wohl nicht. Tschüss. War's das? Ja. Okay. So. Bin mal gespannt. Wir können irgendwas verbessern, habe ich vorhin gelesen. Irgendein Evolutionsding ist das. Wo geht's denn hier rein? Da. Das Haiweibchen kehrt wieder einmal in seinen Rückzugsort ein. Natürlich. So, ich bin mal gespannt, was wir hier so evolutionieren können. Hoch. So. Flossen. Ich glaube Körper. Oh, Körper. Okay, Schattenform. Die Schattenform verlangsamt die Welt um dich herum. Sie erzeugt zudem jedes Mal ein Giftaura, wenn du einen Spurt ausführst. Während Schattenform aktiv ist, wird deine Umgebung um die Hälfte verlangsamt. Ach du Scheiße. Das probiere ich mal aus. Also wir haben dann unseren Tigerkörper natürlich nicht mehr. Das ist klar. Ich verbessere den ja erstmal. Kann ich immer noch verbessern, dann machen wir das. So, jetzt nicht mehr, jetzt brauchen wir 12.000. Mal gucken, wie wir aussehen. Evolutionskörper. Körperevolutionen haben eine Spezialfähigkeit. Lade diese Fähigkeit auf, indem du Beute frisst. Jede einzigartige Fähigkeit hält nach dem Einsetzen nur eine kurze Zeit an. Drücke Dreieck, um sie zu aktivieren. Alter, wie sehen wir aus? Wow. Krass. Wir sehen echt übel aus, muss ich sagen. Aber das gefällt mir sehr gut. Ob das jetzt besser ist als Tigerkörper, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich bin natürlich schneller. Das sind die wenn aktiv, beim Spurt. Du setzt eine Giftfolge frei, ja? Und dann Spurtgeschwindigkeit plus 15% und sowas. Beschleunigungsbonus. Ich lass das mal. So. Hier haben wir alles voll, ne? Ja, das haben wir auf Stufe 5, 5, 5. Ja, perfekt. Okay. Kiefer haben wir auch. Die Schattenzähne haben wir auch voll ausgefahren. Nice. Schattenkörper. Gefällt mir schon sehr gut. Ey, Barracuda, guck mal. Ich habe einen neuen Körper. Okay, wir sind ein bisschen schneller, glaube ich, jetzt, ne? Ja, so ein bisschen. Ja, merkt man schon ein bisschen. Passt. Lassen wir erstmal so. Vielleicht gefällt es mir nicht, aber der Hammerhai hier muss erstmal dran glauben. Mit unserem neuen Körper werden wir ihn anfallen. Ich hoffe, das klappt. Also, gejagter Hammer, Level 18. Okay, hey. Na du? Wir knabbern erstmal ein bisschen an dir. Und jetzt haut er schon ab, oder was? Sag mal. Der Hammerhai möchte gerne segeln, wie es aussieht. Okay. Kannst du haben, aber heute nicht. Geil. Ich sehe nichts. Aktiv bereit.
Jetzt wird's langsamer. Boah, das ist ja mega. Das war mega. Die Musik dann vor allen Dingen. Boah, das war ja richtig cool. Also während man jemanden am Zappeln hat, sollte man Dreieck drücken. Das versuche ich beim nächsten Mal nochmal anzuwenden. Mega, voll geil. So. 87% haben wir jetzt. Also ich gehe mal davon aus, dass hier unten noch irgendwas sein wird. Ich würde aber auch gerne den hier mitnehmen direkt. Sonst sehe ich hier nichts, was wir noch nicht abgeschlossen hätten. Außer den hier und den hier unten. Okay, da machen wir das erstmal. Na, Marlin. Das war Marlin. Kein Problem. Gar kein Problem für uns. Okay, unsere Kraft muss ich aufladen natürlich. Unsere Dreieckskraft. Aber hey. Ist auf jeden Fall geil. Gegen größere Gegner, wenn ich die am Zappeln habe. Und dann Dreieck. Ich denke, das macht schon einiges aus. Die Zeit verlangsamt sich. Und wir haben dann um einiges mehr Zeit, um unseren Gegner dann zu zerfleischen. Finde ich richtig gut. Töte 10 Papageifische. Hey, das habe ich noch nie gemacht. Na gut, aber es muss sein. Es muss sein, Freunde. Ihr wisst es doch. Wer alle Quests erledigt haben möchte, muss eben auch alle Papageifische futtern. Ist der mir jetzt entkommen? Der Papageifisch ist mir entkommen. Ich glaub's ja wohl nicht. Im Maul des Papageienfisches befindet sich eine Rachenmühle. Ja. Spezialisierte Zähne im Rachen des Tieres. Ist doch so. Habe ich noch gar nicht gemerkt beim Essen. So. So viele sind jetzt nicht mehr hier. Ist jetzt bereit wieder. Aber ich glaube, das kann man auch jetzt aktivieren, oder? Ohne, dass man die am Zappeln hat. Ich probiere das mal aus. Guck mal, jetzt ist es schon langsamer. Auf Hawaii wird der Hammerhai als Beschützer des Menschen verehrt. Wow. Das ist geil. Das ist echt cool. Das ist wirklich cool. Ich dachte, das kann man nur machen, wenn man jemanden im Würgegriff hat, sozusagen. Im Würgegriff. Aber ist nicht. Man kann es auch jederzeit machen, wenn es sich aufgeladen hat. Ach, das waren schon alle. Okay, cool. Wo geht's hier hin? Moment. Bevor ich hier weiter... Hier geht's zur nächsten Map. Da möchte man noch nicht hin. Da möchte ich noch nicht hin. Aber gut zu wissen, hier geht es dann schon mal dahin. Und hier oben, auf dem Dach, dieses Bungalows. Ich hoffe, da kommen wir hin. Okay. Scheiße. Das war knapp. Ach, Mist. Okay, aus dem Wasser heraus. Ist einfacher. Ja, Freunde, ich will euch doch gar nichts. Okay, wir kommen gar nicht so weit. Da müssen wir doch hier hoch. Wir sind zwar ein bisschen dick, aber das kriegen wir irgendwie hin. Wo springst du hin? Okay, ich muss erstmal ins Wasser. So, einen Menschen schnappe ich mir. Nur damit wir wieder ein bisschen aufgeladen sind. Aber wir sind natürlich ein bisschen dick dafür, ne? Komm schon, der dreht sich immer. Komm. Ich könnte kotzen. Im Strahl. Strahlsund. Okay, soweit kommen wir leider nicht. D
du sollst nach vorne, Mann! Warum beißt der nach oben? Okay. Das wird doch schwerer, als ich dachte. Ich komme da hoch. Wie die meisten Fische, die im Wasser leben, haben Haie Probleme beim Atmen. Natürlich. Weiß ich doch. Was schreist du nur so rum? So, Moment. Okay, älteres Tier, da können wir nicht hin. Wir gehen mal in die Richtung hier direkt. Und schnappen uns alles, was es auf dem Weg gibt. Alle Fragezeichen, meine ich. Ist hier irgendwo eins? Ich sehe gerade keins. Nothing to see here. Weil ich hab's übersehen, es tut mir leid. Was war das? Mann, Marlo. Marco. Marlo. So. Ein bisschen noch, komm. Ich weiß, du willst es doch auch. Danke sehr für den Snack. Da unten ist was. Yes. Kämpfe gegen Scaly Pete. Ja, ja, ich weiß es doch. Aber wo? Der Golf. Wir sind im Golf. Ach, krass. Ja, da wollte ich aber noch nicht hin. Nein. Nein, 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 nein. Noch nicht, Freunde. Noch nicht. In den frühen Tagen von Port Clovis berichteten die Stadtväter von der natürlichen Schönheit der Stadt. Aber die Fischer, die dort anlegten, interessierten sich nur für die vielen Huren. Alter. Okay, das war immer noch Zeugs im Golf. Ein atlantischer Spatenfisch. Oh, ist wieder aktiv. Oh, ein Orca. Was hat der für ein Level? Level 30! Sollte ich mich... Alter, der weiße Hai? Der weiße Hai? Okay. Hallo? Ich gehe erstmal auf den weißen Hai, weil da nur 15. Boah. Was war's hier? Natürlich eine Wucht. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Alter, warum haben wir denn jetzt hingedonnert? Das hungrige Haiweibchen stürmt auf ihre Beute zu. Der macht hier eine Kombo mit uns. Okay, Orca haben wir gleich, aber der hat uns auch gleich. Irgendwas haben wir dem abgebissen, glaube ich. Kommt schon. Alter, ist er stark. Alter, wir schnappen uns alles hier. Boah, das war aber ein harter Gegner, muss ich sagen. Okay. Aber ich glaube, wir sind hier im Pazifik, ne? Also, am Golf. Ja, wir sind am Golf. Und ich habe hier, auch das Schild war vom Golf, okay. Ja, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber gut zu wissen, dass wir jetzt schon an den Golf können. 1% erledigt. Nein, das will ich nicht. Ich will erstmal hier. Sapphire Bay. So, hier gibt's aber nichts. Und das während ist, der ist das dieses? Diente der Pier als Anlegestelle für Rumschmuggler, die britische Spirituosen von den Bahamas verschifften. Weißer Hai, Alter.
Wir sind der neue weiße Hai. Ernsthaft? Na? Ach so, komm. Okay, als da stand weißer Hai, dachte ich, es ist der weiße Hai, aber hier gibt es mehrere, okay. So, wo ist er denn jetzt hier? Unser Ziel muss auch hier irgendwo sein, da hinten. Zerstöre das Ziel. Fisherman's Friend. Ist das ein Boot? Es ist ein Boot. Ja. Zerstören erstmal das Boot, würde ich sagen. Weil unter Wasser haben die keine Chance. Oh, wir sind gleich tot. Alter. Okay. So, jetzt aber. Dicker Jäger haben wir noch. Tschüss. Viele Kinder träumen davon, schön, zur See zu fahren und ihren Lebensunterhalt damit zu verdienen, Haie in die Luft zu sprengen. Er ist aber kein netter Zeitvertreib. Oh, okay. Tschüss. Nein, kein Interesse. Na klar. So. Okay, ich glaube, das hier über uns ist diese fette Kreuzfahrtschiff, oder? Ja. Wobei, ja doch, das ist... Also eines von... Da hinten ist auch noch eins. Aber hier kann man nichts machen, oder? Schade. Ich dachte, man kann hier irgendwie hoch. Dann nicht. Okay. 92% haben wir. 18 von 19 Kisten, 8 von 8. Ich gehe mal davon aus, dass hier eine Kiste ist noch, ne? Muss ja eigentlich. Es muss eine Kiste sein. Da kommen wir aber noch nicht hin. Was ist das denn? Den Hammerhai niederhämmern. Okay, töte den Spitzenpredator. Das machen wir. Ich würde aber gerne eine Schnellreise machen, das geht nicht. Weil wir gejagt werden, na klar. So, gleich ist die Suche vorbei, dann können wir einen kleinen Sprung machen. Die Gesellschaft reagiert mit Abschreckungsmaßnahmen. Aber die Menschheit ist letztendlich nicht in der Lage, die Vergeltung der Natur aufzuhalten. So. Du sagst es, Mann. Du sagst es. So. Schnellreise bitte. Vielleicht können wir auch noch irgendwas verbessern. Das würde mir sehr gut gefallen. Puh, nur meine Nase, ne? Nur hier in der Grotte kann das Haiweibchen die absolute Ausgeglichenheit tief in seiner Seele erfahren. Du sagst es. Okay, Evolution. Körper. Können wir den Körper wieder ein bisschen evolutionieren? Können wir. Verbessern ihn. Mit unseren 12.000. Jetzt machen wir wieder 14.000. Aber wir sind schon Stufe 4. Das ist schon ganz gut. Okay. Der Tigerkörper ist eigentlich nur dafür da, damit wir mehr von diesem Zeugs bekommen. Von diesen... Muttergen, Mineralen und Protein und sowas. Aber hier sind wir tatsächlich schneller und wir geben eine Giftwolke frei. Das ist geil. Verlangsamt die Welt können wir hiermit auch machen. Das ist auch sehr, sehr cool. Ich würde das gerne lassen. Würde ich gerne lassen. So. Schattenkörper. Evolution. Wo wollten wir hin? Ach so. Oh, der Predator. Wo ist er? Wo ist der Predator? Der ist gar nicht so weit weg hier, ne? Ja, guck mal. Mal schauen, was das für einer ist. Ein Hammerhai, glaube ich. Die evolutionäre Sensation. Der Hammerhai. Okay. Hallo. Level 21. Kein Problem. Wir haben schon Level 30 Orca vernichtet. Oh,
aktiviert übrigens. Was mega ist. Verlangsamt die Zeit so gut. Da hat er gar keine Chance. Ich sehe nichts. Ich schau einfach drauf. Der Bullenhai sieht und überwindet die deutlich überlegene Tiefenwahrnehmung seines Gegners. Neue Gattung. Alter. Der Hammer. Wir haben ihn einfach zerstört. Nice. Boah, das war schon sehr zufriedenstellend, sage ich mal. So, hier können wir noch was machen. 94% haben wir abgeschlossen. Gehen wir direkt hin. Gehen wir direkt hin, wir haben eh nichts anderes zu tun. Der arme Hammer, ey. Der tut mir echt leid, muss ich sagen. So, was gibt's denn hier? Sieh dir Pete's aktuelles Vorhaben an. Das schauen wir uns an. Zack. Gibt eine Zwischensequenz, selbstverständlich. Ich hoffe, es stürzt nicht ab wie beim letzten Mal. Ich erinnere mich. Wahrscheinlich habe ich es jetzt gesagt und es passiert. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus, falls es passiert. Der Walhai ist der größte Fisch der Welt. Sind wir ein Walhai? Glaub nicht, ne? So. Dann erzähl mal, Pete. Fortig Bayou. Bei Einbruch der Dämmerung ist Pete überraschend entspannt. Mhm. Ist er das? Das ist eine gefährliche Arbeit. Nichts Neues für mich. Aber ihr wollt was Gefährliches sehen? Mhm. Seht mal da. Was denn? Das ist PT-522. Mein Vater hat das von Guadalcanal. Er war bei der Marine im Pazifikkrieg. Das Boot fuhr mit 16 Mann aus und kam am Tag darauf mit 3 zurück. Er hat all das überlebt, nur um hier im Golf zu sterben. Was ist mit ihm? Passiert. Ich mag es nicht, wenn ich das sage. Aber mein Vater, sein Opa, wurde von einem Megahai getötet. Tut mir leid. Ein prähistorischer Fisch, der vor 2,6 Millionen Jahren ausgestorben ist. Hab's gesehen. Du warst ein Kind. Entdecken Sie nicht die ganze Zeit neue Tiere? Irgendwie, naja, nicht wirklich. Oft sind es nur Artenverbesserungen mit anderen Namen. Und auch sowas wie falsch geschriebene... Junge, ich sage nur, dass es Dinge im Wasser gibt, die nicht in deinem Lehrbuch stehen. Bleib dran. Das stimmt wohl. Vielleicht lernst du diesen Sommer etwas. Mit seiner Hakenhand. Ja, das kann sein. Der Ozean ist weit. Und ein Großteil wurde von der Menschheit immer noch nicht erforscht. Vielleicht sollte Kyle das fiebrige Geschwafel seines Vaters nicht so schnell abtun. Sehe ich genauso. Wer weiß, was da unten alles lauert. Wir haben nichts herausgefunden. Also jetzt hier in Real Life. Gar nichts, was da unten alles ist, weil wir da gar nicht hinkommen. Ich will gar nicht wissen, was es da unten gibt. Riesige Monstren. Die einen mit einem Haps verschlingen wahrscheinlich. Okay, es ist zum Glück nicht abgestürzt. Privates Projekt abgeschlossen. Scaly Pete ist in der Nähe. Was? Fordere Pete und Kyle heraus. Ernsthaft? Das ist das Einzige, was wir hier machen können, ne? Ja komm, das machen wir. Boah. In 200 Metern. Da ist das Boot. Ja, mal sehen, ob das so hinhaut. Unsere Kraft, unsere Dreieckskraft ist noch nicht aufgeladen, aber ich probiere es trotzdem mal. Da ist also deren Boot. Scaly Pete's Boot. Der hat mir die Hand genommen. Mach dich bereit, Junge. Er hat uns direkt erkannt, obwohl wir anders aussehen, absolut anders. Alter, wie viele Jäger habt ihr denn da drauf? Schnell weg hier. Kämpfe nicht gegen das Unvermeidliche.
Alter. Okay, wir müssen, glaube ich, den Käfig erstmal zerstören, ne? Natürlich. Boah. Langsam geht mir die Geduld aus. Paul, komm doch runter ins Wasser, wenn du nicht traust. Ich komm da gar nicht ran. Scheiße. Oh, da oben, an den Jäger da oben könnten wir drankommen, aber wird schwer. Scheiße. Okay, ich brauche irgendeinen Fisch. Ich muss irgendwas fressen. Ein Zackenbarsch zum Beispiel. Das ist jetzt bereit. Sehr schön. Okay, ich möchte eigentlich nicht so weit weg von ihm. So. Was ist das denn eigentlich? Kann ich das jetzt schnappen? Oh, man kann die Dinger schnappen. Ah, okay. Das probiere ich mal. So. Nice, das geht. Das sehe ich, merke ich ja jetzt erst, dass das funktioniert. Ich hole mir erstmal einen Zackenbatsch. Und eine Schildkröte. Eine majestätische. So, und jetzt Scaly Feet. Wow, Elite-Jägertaucher. Ja, das war's dann wohl. Level 20. Tschüss. Yes. Das war gut. Verstärkung. Jetzt etwas nähert sich. Der Käfig da hat mich $3000 gekostet. Ich habe Lust auf etwas Bullenfleisch. Na klar. Aber ich bezweifle sehr, dass wir ihn jetzt tatsächlich erledigen können. Tschüss. Wir brauchen Taucher. Natürlich. Auf euch, bitte. Das ganze Boot einfach gesprengt. Okay, die Jäger würde ich mir ja gerne alle krallen. Und hier den Elite, wo ist der? Da. Boah, das ist schon eine härtere Angelegenheit hier, aber es macht echt Spaß. Oh, das Boot ist gleich im Arsch. Hier drauf erstmal. Was war das? Haben wir das Boot zerlegt? Ja, wahrscheinlich können wir den Scaly Pete jetzt nicht erwischen, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, wie der überlebt. Geil. Oh, schön. Aber wir haben ihm mal gezeigt, was wir drauf haben, glaube ich. Scaly Pete bleibt entschlossen. Wo ist sie? Ich weiß nicht. Oh. Groß genug, um dich zu prügeln, oder? Geil. Nein, nein, nein. Leer die Kanne über ihr aus. Zum Teufel mit dir. Beide abgerissen. Nein, 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 hau ab da. Nein. Wir explodieren gleich, verschwinde. Das ist, Vergiss es, Junge, es ist nur ein Alter. Oh, ja. Keil! Keil! Boah, den haben wir. Gut erwischt. Und wir haben es überlebt. Jawoll. D-
Das wäre jetzt... Rest in Peace, First Unit. Das wäre jetzt die Gelegenheit. Die Überbleibsel des Boots taumeln und sinken dann langsam in Richtung Meeresgrund. Tja, du hast nichts anderes verdient, mein Freund. Alter Rivale. Wow! Wow! Was? Der Hai ist nun im mittleren Alter und beginnt einen neuen Kampf gegen die systematische Altersdiskriminierung. Geil. Luftspurt, Ausfallkapazität, weise. Und Sprungspurt, Luftspurt, alles verbessert. Okay. Wir sind ein Monster. Schwanz und Kopf können wir immer noch nicht verbessern. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber... Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, sage ich dann nur. So. Können wir hier noch irgendwas ändern? Schattenkörper. Brauchen wir 14.000. Ist nicht mehr so lang bis dahin. Moment, was ist das denn? Knochenkörper gibt's jetzt. Rammkraftbonus, Beschleunigungsbonus. Knochenkörper. Okay, wir machen erstmal einen Schattenkörper zu Ende. Und dann schauen wir uns das mal an. Was haben wir hier? Wir haben hier noch irgendwas bekommen. Fettverdauung, Organ. Diese Evolution erhöht die Menge an Fett und Gesundheit, die du beim Fressen erhältst. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ja. Ja, ist gar nicht so schlecht eigentlich, ne? Aber ich lasse es erstmal so. Warum können wir nur drei Sachen, drei Organe ausrüsten? Das ist doch blöd. Ich möchte noch ein Organ. So. Okay. Alter, wir sind einfach ein fetter... Oh, aber ein bisschen verbrannt sind wir, ne? Oh ja, wir sind ein bisschen verbrannt. Vielleicht kann man es hier im Licht besser sehen, aber naja, nicht wirklich. Nicht wirklich. Vielleicht draußen. Es ist ja auch dunkel, aber hier sieht man es eigentlich. Wir sind verbrannt im Gesicht. Genau wie Scaly Pete, natürlich. Eine Höhle nur für dich. Wo können wir denn... Ah, hier müssen wir hin. Durch den Golf können wir jetzt hier hin. Interessant. Älteres Tier. Was sind wir denn jetzt überhaupt? Wir sind ein älteres Tier. Geil. Okay, ich würde sagen, wir machen erstmal das Gitter hier. Ich fürchte, wir haben dann Sapphire Bear. Den Sapphire Bear haben wir komplett abgeschlossen. Dann sind wir auf 100% hier, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Und ich würde gerne die anderen Sachen alle mitnehmen. Die ganzen älteren Gitter, die wir nicht aufmachen konnten bisher. Die machen wir jetzt erstmal. Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn, ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann, adios amigos.